Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ja schon in meinem Live-Kommentar, den ihr schon vielleicht gesehen habt, der kam ein Stück vorher raus als diese Folge hier, einen Kampf gezeigt gegen Shaka. Ein Online-Battle nämlich. Und hier sehen wir den Kampf, den ich unmittelbar davor hatte, von dem ich auch gesprochen habe. Ich kämpfe mit den Armeniern, habe dreimal schwere Speerträger. Jeweils. Nee, Gold, Gold war es nicht. Einmal Angriff und dreimal Verteidigung. Also Bronzeangriff, Goldverteidigung. Habe dann meine Legionäre, die waren in. Wo stehen die da drüben? Mit Silberangriff und Goldverteidigung. Meine Peltasten haben gar keine Erfahrung bekommen, gar keine Upgrades. Meine Kataphrakt zweimal Verteidigung. Und meine armenischen Bogenschützen dreimal Angriff. So, jetzt seht ihr ja, dass ich mich hier drüben aufstelle. Hier drüben war mir, also hier war mir eigentlich schon vollkommen klar, dass ich im Nachteil bin. Ich bin erstens tiefer gestellt, also gelegt als er sogar. Und dann sind neben mir Hügel gewesen, die man locker hätte ausnutzen können. Also habe ich mich entschieden, hier gleich auf einen Hügel raufzustellen. Und zwar am besten auf den Hügel, wo jetzt hier nicht der allzu große Nachteil für mich ist. Also hier drüben, da geht es ja noch bergab, und da geht es wieder berghoch. Und da hinten, da wäre er noch auf einer Ebene gewesen, wenn er sich da drüben hergestellt hätte. Also ich wollte dann schon einen Vorteil haben. Jetzt müsste gleich die Schlachtaufstellung hier vorbei sein. Also, mein Gegner Shaka, der hat sich für SPQR entschieden. Hat gegen die CWB-Regeln verstoßen. Hat das aber nicht gewusst. Der ist auch noch ein neuer Spieler hier. Also ist noch nicht so lange dabei. Naja, habe ich mir gedacht, machen wir trotzdem mal einen Kampf. Er hat hier vorne drei Hastati. Er hat da fünfmal frühe Legionärskohorte. Dreimal römische Bogenschützen. Jenen hat er zwei Upgrades gegeben, jeden von denen. Er hat Onaga. Und einmal Legionärskavallerie auch mit. Na, mit drei Upgrades. Was genauer hat, weiß ich auch nicht. Ich gucke mir das jetzt hier nochmal an, ein bisschen. Also, um ehrlich zu sein, war die Armee zum Scheitern verdammt. Weil sie eigentlich kaum Variation hatte. Also, er hatte viel zu viel Infanterie gehabt. Noch dazu zu wenig Upgrades. Also, er hätte zumindest noch ein bisschen mehr Kavallerie reinnehmen können. Vielleicht römische Kavallerie oder so. Anstatt seine frühen Legionärskohorten hier, die waren einfach zu viele. Naja. Ich habe mich entschieden, mit meinen Kataphrakten ein Manöver zu starten. Schick sie hier auf die linke Flanke, um erstmal aus der Range seiner Katapulte rauszukommen. Jetzt übrigens hier gleich das Feuer beginnen. Ja, die laden, glaube ich, schon nach. Ja, genau. Noch schießt er ohne Feuer, aber gleich schießt er mit Feuer. Trifft hier zwei Bogenschützen von mir, aber das ist ja jetzt nicht die Welt. Ich lasse meine Einheiten bewusst fahren, jetzt schießt sie mit Feuer. Damit ich von dem Onagas nicht so stark getroffen werde. Doch leider hat er mich mehrmals getroffen. Also, aber ich muss ehrlich sagen, warum nehmen die Leute immer statt, also wenn sie Artillerie nehmen dürfen, nur Katapulte? Es gibt andere Artillerieeinheiten, die sind viel effektiver, weil sie viel präziser sind. Also als Beispiel sind da zum Beispiel die Skorpione der Römer. Die sind da viel effektiver. Naja, mittlerweile schießt seine römischen Bogenschützen auf meine Kataphrakte mit Feuerpfeilen. Die werden dadurch auch panisch oder beunruhigt wegen ungeschützten Flanken. Und ich schicke die jetzt hier frontal rein gegen seine Legionärskavallerie. Das war ein kleiner Fehler. Ich hätte sie erst nach außen rumlaufen lassen müssen. Hab das nicht so ganz mitbekommen, hab mich mehr hier drauf konzentriert. Denn ich habe auch frontal ein Manöver gestartet, wo er mich übrigens hier nochmal getroffen hat, an meinem einen Trupp. Damit er auch hier komplett abgelenkt wird. In seiner ersten Linie, wie soll es anders sein, sind seine Hastati. Hier drüben fliegt übrigens schon ein Trupp Kavallerie von mir. Fand ich natürlich sch schlecht. Aber gut, was soll ich machen? Ich habe deswegen einen anderen Trupp abgezogen, damit hier nichts weiter passiert. Meine Legionäre hier drüben werden schon beschossen. Ich lasse natürlich zurückfeuern, mich automatisch das Feuer aktivieren eingeschaltet habe. Und wie soll es anders sein? Die sind natürlich stärker als Hastati. Man sieht auch deswegen, die Legionäre hier effektiv reinschießen. Meine Speerträger jetzt hier laufen frontal rein. Hier drüben habe ich den Phalanx sogar rausgenommen. Habe ich, glaube ich, vergessen. Aber naja, ist auch nicht so schlimm. Die sind auch ohne gut. Hier drüben sind noch meine Legionäre und die unterstützen dann gleich. Zentral ist sogar schon der erste Trupp geflohen. Hier drüben wird es jetzt eng, weil er hier ganz schön viel Verstärkung reingeschickt hat. Und ich schicke jetzt hier die hier auch noch rüber. Und der hier ist jetzt eigentlich zum Scheitern verurteilt. Meine Legionäre hier drüben schicke ich weiter an die Flanken, dass sie unterstützen können. Mit dem Trupp Kataphrakte habe ich einen Trupp Legionäre von ihm weggelenkt. Und hier hinten hat sich mein Trupp wieder gefangen. Den lasse ich jetzt hier schön hinten reinrennen. Und der Trupp hier drüben hängt jetzt hier hinten rein. Und dadurch entsteht eine Massenpanik.
mit dem ich sowieso immer sehr gerne hantiere mit so einen Sachen. Werdet ihr ja gleich wieder sehen, man sieht jetzt hier. Komm, rennt da rein, fliegt der Erste, der Zweite und auch gleich der Dritte. Hier drüben fliegt auch schon der Erste oder der Zweite. Jetzt fliegt hier der Dritte, meine ich. Genau, und die Peltasten stürmen auch noch mit rein. Der Generalstrupp ist jetzt hier drin auch noch dazugekommen. Hat jetzt einen Nachteil, weil er komplett in Unterzahl ist. Meine Legionäre hier drüben fangen jetzt die Legionäre von ihm ab. So dass ich jetzt hier den Trupp nicht reinstürmen lasse und schicke dann die nochmal zur Verstärkung. Also hat der auch keine Chance mehr. Und so, er flieht jetzt sogar noch, wenn der General flieht. Hier drüben die Bogenschützen schnappe ich mir jetzt, dass die auch beschäftigt werden. Naja. Und man sieht, dass die römische Disziplin hat jetzt hier nicht so viel gebracht, denn meine Armenier haben gewonnen, obwohl sie in Unterzahl waren. Erstaunlich, meine Bogenschützen haben mir die ganze Zeit über fleißig Feuer gegeben. Also, die haben gar nicht so viel gemacht bei der Schlacht. Muss ich ehrlich sagen. Aber naja. Mittlerweile hat sich sein Generalstrupp wieder gefangen. Da schicke ich jetzt meine Kataphrakte hin. Die sollen sich jetzt drum kümmern. Diesmal mache ich aber nicht den Fehler, dass ich jetzt hier einfach nur drauf haue. Und zwar, ich renne jetzt hier noch rum und flankiere auch noch. Meine Legionäre schicke ich noch dazu, dass sie bei Ansturm helfen sollen. Und man sieht jetzt hier, wie sie hier reinstürmen. Er hat noch seine Onaga zur Verstärkung geschickt. Hat aber auch nicht viel gebracht. Und man sieht auf Anhieb, dass der Trupp jetzt hier ganz schön umzingelt ist und kaum noch eine Chance hat zu gewinnen. Also gewinnen gar nicht mehr, zu überleben ist eine bessere Sache. Ja, der General ist auch mitten im Getümmel drin, ne? Da hinten. Jetzt wäre sogar flieh und stirbt deswegen. Doch nichts mehr gebracht und jetzt haben sich seine seine Bogenschützen wieder gefangen und seine frühe Legionärskohorte genauso. Aber eigentlich kommen wir jetzt auf Vorspulen, es passiert nichts mehr. Ich jag die nur auch mit meiner Kavallerie alle. Und die fliehen dadurch. Und naja, also es passiert einfach nichts mehr. Deswegen spule ich jetzt mal hier vor. Ihr müsst euch das ja nicht die ganze Zeit angucken. Man sieht, meine Kavallerie rennt hier hinterher. Fängt den Trupp da hinten jetzt noch. Der muss jetzt auch kämpfen. Hier drüben ganz genauso. Zack, zack, zack. Der flieht jetzt. Naja. Das war jetzt die Schlacht. Also man sieht hier einen heroischen Sieg. Ich habe wirklich 83 Männer aufgestellt und kaum Männer verloren. Und habe 420 von ihnen getötet. Das ist eine ganz schöne Menge. Ich möchte aber erstmal noch sagen, guter Kampf, Scharker. Hat wirklich Spaß gemacht. Dann gucken wir uns jetzt mal die Schlachtstatistiken an. Und hier sieht man, ich habe ganz schön viele Verluste zugefügt. Und gerade meine Kataphrakte haben den meisten Schaden zugefügt. Das ist wirklich super. Naja, dann sage ich mal, ciao, bis zum nächsten Mal.